Sprecherin, die seit nunmehr anderthalb Jahren auf dem Sondershäuser Schloss quasi zu Hause ist, gibt Auskunft. Mit ganz viel mathematischem Sachverstand bin ich dahinter gekommen, warum das Achteckhaus Achteckhaus heißt. Aber welche Rolle hat es denn früher überhaupt gespielt? Es ist ein barocker Festbau aus dem Beginn des 18. Jahrhunderts. Und es hat die Rolle für höfische Feste und für Belustigungen gespielt. Es heißt auch das Karussell. Und wir haben im Keller des Gebäudes Spuren eines Antriebs mit einem Pferdegöpel. Die Fußbodenscheibe im Raum selbst drehte sich, darauf waren Karussellpferde montiert, von denen aus die Besucher mit Pfeilen auf Zielscheiben an den Emporen geworfen haben. Aber man konnte diese Karussellpferde auch abbauen und dann wurde getanzt und musiziert in diesem Raum. Tut man denn heute in diesem Raum? Musizieren. Dieser Raum ist eine ganz besondere Architektur. Er stellt die Verbindung von drinnen und draußen in einer idealen Weise vor. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn da drin Kammermusik oder Orchester spielt, dann erhöht dieser Raum als Klangkörper den Klangkörper der Instrumente des Orchesters in einer wunderbaren Weise. Das Sondershäuser Streichquartett ist, obwohl die diesjährige Saison im Gebäude schon beendet ist, extra für uns noch einmal ins Achteckhaus zurückgekehrt. Anhand von Joseph Haydns Streichquartett in G-Dur demonstrieren Sie die wunderbare Akustik in dem Gebäude, das nur aus einem einzigen Raum besteht. Das Klangerlebnis ist genauso überzeugend wie der Eindruck, den die prachtvoll gestaltete Decke hinterlässt. Leider müssen interessierte Besucher auf das nächste öffentliche Konzert im Achteckhaus bis zum Frühling warten.